Gut, die Therapie wird anscheinend angenommen. Ich habe gerade ziemlich viel aufgeblasenes Ego. Nehmen wir leider ab, da sollen wir ein bisschen mehr drauf haben. Bildung und Farbtherapie. Weiterbildung tun wir forschen. Dann tun wir uns Farbtherapie dran bauen. Natürlich auch ins Körper rein. So. Kann natürlich dann auch mal geheilt werden, hoffentlich. Haben wir es eh schon so oft entdeckt. So viele schon wegschicken. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Immerhin, oder? Psychiatrie. Wir jetzt eigentlich genug haben. Wieder was noch. Meine Diagnose bearbeiten von einer Arzneischranke. Dann kriegst du zwei fette schöne Poster hin. Eine Pflanze. Danke, wir haben den ersten Stern bekommen. So, bauen wir das hin. Perfekt, dann machen wir das so. Upgrades am Maschinen. Irgendwo upgraden. Könnten wir. Den könnten wir. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Okay. Ganz ruhig, was machen wir denn als nächstes? Wir könnten eigentlich theoretisch Psychiatrie 2 machen. Kostet uns was? Das fix, weil Psychiatrie immer viel. Wir werden da jetzt noch eine Apotheke hinknallen. Kann man dann gleich abbinden. Werden dann knall. Wir werden gleich nochmal eine allgemeine Diagnose hinknallen. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Das upgraden lassen, dann haben wir das einmal erledigt. Scheint, als ob die örtliche Bibliothek diese drastischen Maßnahmen greifen will. Die Bibliothekarin Penelope Muffinger hat es wohl satt, dass so viele Leser die geliehenen Bücher nicht zurückgeben und droht, sich nachts in unsere Häuser zu schleichen und sie persönlich zurückzuholen. Also, wenn ihr morgens eure Cornflakes-Packungen in alphabetischer Reihenfolge und nach Kalorien sortiert findet, macht euch keinen Kopf. Die alte Penelope macht nur ihren Job. Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden.
Erlege drei Monobiester. Eine etwas mühsame Aufgabe. Ich finde ja die nie. Wir brauchen noch einen. Das ist uns zwar jetzt ziemlich viel, was wir da jetzt gemacht haben. Aber ich hoffe, es bleibt dann ja genau. Wir legen jetzt ein paar. Ja, wir machen das jetzt zu locker. Aber wir sehen, beim nächsten Gang aus müssen wir uns ein bisschen ernst nehmen, auch schon vom Aufbau her. Weil es funktioniert nicht mal so einfach. Einfach hinbauen und zack, zack, sich die Sterne abholen. Aber die Monobiester, die. Ah, Müll, ja. Guter Dings. Ein Hausmeister. Kann mir einer sagen, wo ich so ein Monobiester finde? Aber ich verstehe nicht, dass ein Monobiest das sein soll. Ich schaue die ganze Zeit, aber ich finde keine. Wenn er eins gesehen hat und ich noch nicht, muss ich was sagen, aber. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das ist. Das ist anstrengend. Ein Biester. Ich will auch neue Toiletten machen. So. Der Forschung läuft auch ganz gut. Ich sehe kein Monobiest. Was trinken?
Psychiatrie staut sich auch noch die ganze Zeit. Das heißt, man noch auch eine Psychiatrie bauen. Spritzenhaus, wenn wir jetzt mal forschen. Stellt euch bitte alle einmal einen bunten Schmetterling vor, wie er im verträumten Rhythmus mit seinen farbenprächtigen Flügeln flattert. Ist das nicht ein traumhaftes Bild? Und in den Nachrichten heute, die Bürgermeisterin hat eine 100%ige Steuererhöhung angekündigt. So. Zwei Weiterbildungsräume machen. Noch so einen kleinen. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt Psychiatrie entkommen. Wer lernt das? Ich muss nämlich eh jetzt wieder, glaube ich, ein paar Ärzte so anstellen. Zwei Ärzte anstellen. Zwei Krankenpfleger. So, und da könnte man ein... so machen, dann könnt ihr das auch lernen. So, jetzt kurz noch mal schauen, was sagt die Übersicht. Grundsätzlich verdienen wir mehr, wir haben Gewinne 55.000. Wir haben Wert des Krankenhauses 6 Gewinne. Annahmen jetzt also. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Was haben wir diesmal gewonnen? Drittes Jahr. Krankenhaus des Jahres. Keine Todesfälle. Leider noch nicht. Aber cool unterwegs. Ja. So, jetzt sollte die Psychiatrie dann ein bisschen Gas geben. Weil eigentlich haben wir jetzt schon. Was, also. Das ist Nigel Bickleberth auf Radio Two Point. Sorgen Sie sich nicht mehr, meine treuen Hörerinnen und Hörer. Ihr Lieblingsmoderator Sir Nigel Bickleberth ist wieder auf Sendung. So sehr ich diesen der Hölle entsprungenen Arbeitsplatz auch verlassen möchte, ich kann Ihnen meinen Witz und meine Weisheit nicht vorenthalten. Ich nehme meine Verantwortung, Ihre einzige Quelle intellektueller Stimulation zu sein, wirklich sehr ernst. Jetzt aber einige Melodien, die dem sofortigen Vergessen anheimfallen werden. Jemand Wichtiges trifft ein. Der Psychiatrie macht.
lernen, aber so ist. Desto mehr es können, umso besser, weil Psychiatrie, wir sehen, totales Problem hier. Wir werden auch als nächstes Forschung dann machen müssen. Sehr schön. Ja, da scheppert das Geld. Was? Das dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Bin ich jetzt auf das eigentlich gekommen? Wir wollten. Bildungs. Aber so Behandlung 2. Und nicht schlecht. Dank chronischer Krankheiten. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf diese gekommen bin. Ich bin überglücklich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ich an der örtlichen Universität eine Vorlesung zum Thema Überheblichkeit halten werde. Na gut, lassen wir noch fertig reden, dann war es das mit der Folge. Insbesondere darüber, wie man es richtig macht. Vielleicht kann ich damit einen bescheidenen Beitrag zum alarmierenden Verfall des Bildungsstandards unserer Gemeinde leisten. Wie bin ich auf dieses Forschungsding gekommen, dass ich da hab das. Bearbeiten. Einmal auch Wahrheit. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Sehr schön. Sehr, sehr geil haben wir das bis jetzt gemacht hier alles. Natürlich, es sieht nicht top aus, das habe ich jetzt gesagt. Und werden uns wirklich ab dem nächsten Gang aus, dass wir neu aufbauen, werden wir uns da reinfetzen, auch mit optisch. Ach, der VIP ist sehr zufrieden mit meinem Krankenhaus. Dann halt daher. Oder eine andere Forschung. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. So. Ich glaube, Apotheken sind mir gut bedient. Oh je. Na gut.
Das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Mach's gut. Ciao.